Als Adolf Hitler 1933 zum Kanzler ernannt wurde, jubelten die Massen. Aber wir nicht. Wir wussten, dass nun schlimme Zeiten anbrechen würden. Wir wussten, dass die Drohungen der Nazis keine Lehren waren. Dass sie meinten, was sie sagten. Wir mussten etwas tun. Wir durften nicht schweigen. Aber wir wussten auch, es kann uns den Kopf kosten. Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Willkommen zu Through the Darkest of Times. Ein besonderes Spiel, das ich euch gerne in einem angespielt Let's Play vorstellen möchte. Ein Spiel, dessen Entwicklung ich schon seit etwa anderthalb Jahren verfolge. Und nun wird es in Kürze erscheinen. Und zwar an einem geschichtsträchtigen Tag, am 30. Januar, am Tag, gewissermaßen am Jahrestag der Machtergreifung 1933. Und das Spiel, ihr seht es schon, spielt in der Nazi-Zeit. Und Thema des Spiels ist, dass wir das Schicksal einer Widerstandsgruppe, einer zivilen Widerstandsgruppe miterleben werden. Und zwar in vier Kapiteln, die uns, wenn es uns gelingt, durchzuhalten, bis zum Ende des Krieges begleiten wird. Oder die wir begleiten, die wir zusammenhalten müssen. Denn das ist die Aufgabe, dass die Gruppe zusammenbleibt. Wir werden nicht Hitler stürzen, aber wir versuchen bis zum Ende den Widerstand aufrechtzuerhalten. Das Spiel erscheint, wie gesagt, am 30. Januar. Es wird auf Steam etwa 15 € kosten. Und wie gewohnt bei mir gibt es bei meinem Keyshop-Partner GamesPlanet einen Steam-Key für etwas vergünstigt. Und es gibt auch einen Community-Code, einen Gutscheincode. Wenn ihr den dort eingebt, der heißt SteinTimes, dann gibt es nochmal einen kleinen Rabatt extra. Und insgesamt spart ihr etwa 19% beim Kauf dieses Spiels. Und wenn ihr den Link dafür nutzt zu GamesPlanet in der Videobeschreibung oder im ersten Kommentar, dann unterstützt ihr diesen Kanal mit eurem Einkauf. Vielen Dank schon mal dafür. Ja, wir starten dann einfach mal rein in ein neues Spiel. Wir können wählen hier zwischen zwei Spielmodi. Im Wesentlichen geht es hier um den Schwierigkeitsgrad. Wenn wir Widerstand spielen, dann ist es ein klassisches Roguelike. Das heißt, es gibt nur einen Speicherstand und alle Entscheidungen sind endgültig. Wir können Mitglieder der Gruppe verlieren, sie können sterben, sie können gefangen genommen werden. Wir können nicht neu laden. Das ist aber die Art und Weise, wie ich das hier spielen möchte, die, glaube ich, besondere Dramatik und Spannung hier hineinbringt. Okay, und da sind wir beim ersten Punkt. Wir können uns hier den Anführer der Widerstandsgruppe auswürfeln lassen. Und zwar, wird ein Charakter natürlich durch sein Aussehen definiert, aber auch durch seinen Beruf, seinen beruflichen Hintergrund und seinen politischen Hintergrund. Und das beeinflusst dann durchaus das Spielgeschehen. Und wenn man einen gefunden hat, der einem gefällt, man kann das nicht auswählen, sondern es wird gewissermaßen immer neu gewürfelt. Man kann so lange würfeln, bis man jemanden hat, der einem gefällt. Dann kann man natürlich hier noch ein bisschen verändern, wie der Charakter aussieht, wenn man das möchte. Aber ich lasse es mal so und gehe mal so lange durch, dass ihr mal ein paar Varianten seht. Also hier eine Concierge, eine Anarchistin, Karl Mayer, ein moderater liberaler Arzt, Anna Schulze, eine kommunistische Journalistin, Esther, eine Krankenschwester, eine moderate Liberale, Otto Irre, ein Kellner, Bruno Mendel, ein sozialdemokratischer Beamter. Und wisst ihr was? Ich bleibe mal bei Bruno Mendel. Mit dem werden wir jetzt unsere erste Partie beginnen. Bestätigen wir das. Jedes Wort, das aus Hitlers Mund kommt, ist Lüge. Wenn er Frieden sagt, meint er den Krieg. Kapitel 1, die Machtergreifung. Halte das Regime auf, ist das Motto unserer Widerstandsgruppe hier in Kapitel 1 zumindest. Mal schauen, wie weit wir damit kommen. Am 30. Januar 1933 ernannte Präsident Paul von Hindenburg Adolf Hitler zum Reichskanzler. Noch in derselben Nacht trafen sich drei Freunde im Hinterzimmer einer Berliner Gaststätte und beschlossen, dem Widerstand zu leisten, was nun drohte. Überall in Deutschland entschieden sich ganz normale Menschen, Freunde und Familien, ihr Leben zu riskieren, um
anderen zu helfen und ein unmenschliches Regime zu bekämpfen. Dies sind ihre Geschichten. Und da will ich gleich hinzufügen, natürlich ist das, was wir erleben, ist in dem Sinne fiktiv, weil es natürlich ein Spiel ist und offene Möglichkeiten bietet. Aber die Entwickler haben sehr viel Zeit damit verbracht, diese Widerstandsgeschichten, die es in ganz Deutschland gibt, zu recherchieren und ja, als Hintergrund zu nehmen für die verschiedenen kleinen Dinge und großen Dinge, die hier passieren werden. Es wird also nicht die Geschichte einer ganz konkreten Widerstandsgruppe erzählt, sondern im Prinzip aller beispielhaft in einer fiktiven. Okay, wir beginnen. Die Zeitungen liegen vor. Wir sehen hier immer das Datum. Es ist der 1. Februar 1933. Leise hören wir im Hintergrund, ein bisschen zu leise, aber ich konnte es nicht lauter machen, die Berichterstattung über den Fackelzug der SA-Braunhemden. Hier sehen wir es. SA marschiert durch Berlin. Zehntausende SA-Braunhemden hielten sich bereit und marschierten nach Hitlers Aufruf mit Fackeln und Fahnen durchs Brandenburger Tor. Hitler ist Reichskanzler geworden. Reichspräsident Paul von Hindenburg ernennt Adolf Hitler zum Reichskanzler. Linke und Liberale sind am Boden zerstört. Die NSDAP feiert. Hitler schwört auf Recht und Verfassung und zum Wohle aller Deutschen. Zentrum spricht mit Hitler. Die konservative Zentrumspartei lotet die Möglichkeiten einer Zusammenarbeit aus. Nach den Wahlergebnissen wäre eine rechtskonservative Koalition unter Führung von Hitler möglich. Zentrum will Ministerposten besetzen. Bis jetzt keine Antwort von Hitler. Wir sehen hier auch unterschiedliche Zeitungen. Das wird gegebenenfalls noch eine Rolle spielen. Wir machen mal weiter. 1. Februar. Als ich in unserem Versteck eintreffe, sagt Bruno Storch gerade, das sind unsere zwei Freunde, die hier am Anfang mit dabei sind, Hitler, diesen Wahnsinnigen, das ist eine Katastrophe. Wie konnte Hindenburg bloß diesen Hetzer zum Reichskanzler machen? Ja, wie reagieren wir darauf? Das ist alles schrecklich. Aber die eigentliche Frage ist, was unternehmen wir dagegen? Wir brauchen eine spektakuläre Aktion. Es muss so laut knallen, dass die Leute davon aufwachen. Und zwar jetzt, bevor es zu spät ist, sagt Daniela Grieger. Soweit sind wir noch nicht, kontert Bruno Storch. Und ich glaube, ich werde das auch ein bisschen rollenspielerisch anlegen. Ich stelle mir jetzt so einen Beamten vor und ich glaube, der würde sowas besser vorbereiten wollen. Deswegen fragen wir noch, was fehlt noch? Bevor wir Aufmerksamkeit erregen, müssen uns mehr Menschen unterstützen. Die Nazis warten doch nur darauf, dass Leute wie wir einen Fehler machen und sie uns dann verhaften können, erklärt Bruno. Ich denke, er hat recht. Wir werden behutsam und bedacht vorgehen. Ich glaube, du hast recht. Wir brauchen zuerst mehr Unterstützer. Mehr Unterstützer wären wirklich hilfreich, sage ich. Eben. Ohne sind wir wirkungslos. Und um Unterstützer zu gewinnen, brauchen wir mehr Zeit, stimmt Bruno zu. Ja. Und während wir abwarten und Däumchen drehen, werden jeden Tag Menschen von den Nazis verfolgt und getötet. Die werden jeden Tag stärker. Wir müssen sofort etwas tun. Bei diesen Worten haut Daniela auf den Tisch. Ich verstehe dich schon, aber wir müssen vorsichtig sein. Du hast recht, aber als Leiche oder im Knast können wir keinen mehr helfen, oder? Aber was bedeutet das nun für uns? Was ist momentan am wichtigsten, fragt Daniela. Tja, das ist die Frage. Den Verfolgten zu helfen, die Menschen aufzuklären oder das Regime zu bekämpfen. Ich würde sagen, unser Beamter glaubt an das Gute und glaubt daran, dass wir Menschen noch aufklären können, dass wir sie aufwecken können. Die Menschen aufklären, das wollen wir. Wir wissen, dass die Nazis Kriminelle sind, aber wir können es nicht beweisen. Lasst uns die Wahrheit herausfinden und unter die Leute bringen, sage ich. Damit endet diese erste Szene und wir sind gewissermaßen in der ersten Runde des Spiels. Wir können hier immer zurückkehren zu den Zeitungen des Tages. Die liefern immer sozusagen den tagesaktuellen Hintergrund der jeweiligen Runde. Und hier planen wir unsere Aktionen. Wir befinden uns in Berlin. Das ganze Spiel spielt ausschließlich in Berlin. Und ich erkläre mal so die wesentlichen Elemente jetzt dieses Spiels. Denn ja, das Ganze ist so eine Mischung aus einem Strategie-Taktik-Management-Rollenspiel.
so würde ich es bezeichnen. Also all diese Elemente hat es. Hier oben sehen wir unsere Moral, die Moral der Gruppe, und das ist entscheidend. Die darf nicht auf Null fallen. Wenn die auf Null fällt, dann ist es Game Over. Also das müssen wir vor allem im Auge behalten. Und unser Ziel ist es, jetzt sozusagen Kapitel für Kapitel zu bestehen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, wir haben 20 Wochen Zeit. Hundertprozentig sicher bin ich mir nicht. Also das ist sozusagen die Zahl der Wochen, die verfügbar sind für die Aktion, die wir jeweils sehen. Und die nehmen eigentlich Woche für Woche ab. Ich glaube, nach 20 Wochen, und das ist das Ziel, muss man am Ende eines Kapitels irgendwie eine gewisse ein Ziel erreicht haben, so eine größere Aktion gestartet haben. Was das ist, werden wir nachher sehen. Darauf müssen wir dann zuarbeiten. Es ist eine sehr gefährliche Aktion, die Gruppe wirklich gefährden wird. Nun gut, hier oben haben wir unsere aktuellen Unterstützer. Also das ist sozusagen der harte Kern der Gruppe. Und das sind so, ich nenne sie mal passive Unterstützer, die sorgen dafür, dass wir ein bisschen Ressourcen bekommen. Und die öffnen uns, glaube ich, auch Optionen hier. Weitere Ereignisse, die möglich sind. Dann haben wir hier unser Inventar. Ihr seht, wir haben ein Fahrrad. Wir haben 50 Mark am Anfang und Informationen über die Nazis und ihre Verbrechen. Da werden wir im Laufe des Spiels weitere sammeln müssen, um voranzukommen. Aber wir brauchen natürlich auch Ressourcen. Später sind noch Kontakte interessant, aber das kommt später. So, jetzt kommen wir mal zu unseren Figuren. Bruno Mendel, wir wissen, er ist Beamter und Sozialdemokrat. Und es gibt 5 Eigenschaften, die jeder Charakter hat. Geheimhaltung, da geht es darum, umsichtig und vorsichtig, unauffällig zu sein. Empathie, da geht es darum, mit Menschen umzugehen, sie zu verstehen und verstanden zu werden. Propaganda ist, das kann Daniela hier zum Beispiel ein bisschen, andere von Ideen und Positionen zu überzeugen. Dann haben wir Stärke, das ist rein körperliche Stärke. Da haben wir zum Beispiel, naja, alle haben 2, unser Beamte 1. Und dann gibt es Allgemeinwissen, das ist eine große Stärke von Bruno Mendel. Wissen über alltägliche Fakten und Hintergründe. Und diese Talente werden wir hier einsetzen müssen bei den verschiedenen Aktionen, die wir jetzt nach und nach durchführen werden. Gut, also wir sind Beamter und Sozialdemokrat. Jetzt müssen wir gucken. Sie ist Journalistin und Sozialdemokratin und Anführerin vom Perk her. Das wird auch noch relevant sein. Und Bruno Storch ist Zahnarzt, Anarchist und Mediator. Hat er als besondere Eigenschaft. Okay. Gut, wir werden, glaube ich, noch 2 oder 3 Gruppenmitglieder dazu bekommen können, die wir dann für Missionen wählen. Immer wenn so ein Ausrufezeichen erscheint, dann gibt es einen neuen Missionstyp. Die sind natürlich jetzt alle für uns neu. Und wir werden versuchen, möglichst alle, glaube ich, jetzt schon zu bedienen. Gucken wir mal, für was wer am besten passt. Also, wir können mit Arbeit entsprechen. Valentin Eulenberg, ein Arbeiter und Unterstützer der Gruppe, möchte uns einige seiner Kollegen vorstellen. Das wäre eine Mission. Und das ist hier jetzt, was wir sehen, die Missionsübersicht, die jetzt jedes Mal irgendwie relevant wird. Und hier sind entscheidende Informationen. Erstmal, welche Fähigkeiten werden benötigt? Ihr seht es hier, Propaganda und Empathie für diese Sache. Und logischerweise, je besser die Fähigkeiten sind der Leute, die man für diese Aktion einsetzt, umso erfolgreicher wird sie. Dann gibt es Dinge, die hilfreich sein können. In diesem Falle, wenn wir Arbeiter haben, wenn wir Idealisten haben oder wenn wir jemanden haben, der inspirieren kann. Schädlich ist ein Akademiker, ein Freiberufler oder ein Angestellter. Also mit Arbeitern sollten offenbar Leute sprechen, die entweder selber Arbeiter sind oder eine klare Sprache pflegen. Was bekommen wir daraus? Also es gibt manchmal Kosten, hier in diesem Falle nicht, aber verschiedene Formen von Kosten, manchmal Geld, manche andere Items. Was bringt das? Es bringt Unterstützer und ermöglicht uns jetzt, und das ist wichtig bei diesen verschiedenen Missionen, ermöglicht uns in der Folge verschiedene gewissermaßen Nachfolgeaktionen. Zum Beispiel Flugblätter mit der Schreibmaschine erstellen oder Papier kaufen, die wir brauchen, um Flugblätter zu erstellen, oder Farbe kaufen, um zum Beispiel Parolen an Wände zu schmieren. Und es bringt Moral. Also wir müssen die Moral ja hochhalten. Und jede Runde geht die Moral auf jeden Fall um -10 runter. Gut, jetzt haben wir schon das erste Problem, weil wir haben hier eine ziemlich akademische Truppe. Also Journalisten sind hier nicht gut angesehen.
Sozialdemokraten helfen hier nicht. Mal gucken, was ist mit dem Anarchisten? Der ist Mediator, das bringt hier nichts. Ja, wer hat dann die besten Werte? Propaganda und Daniela ist eigentlich gar nicht so schlecht, bloß hier sehen wir, was jetzt negativ zu Buche schlägt, nämlich, dass sie Freiberuflerin ist. Das wollen die Arbeiter nicht haben. Wir gucken einfach mal. Na, das ist ganz schlecht. Bruno ist ganz schlecht in diesen Sachen. Wahrscheinlich, weil er Propaganda 1 hat, ja. Ganz, ganz übel. Seine Empathie ist auch nicht die beste. Wollen wir das Bruno, den anderen Bruno machen lassen? Oh Gott, nee. Also wir haben eine ziemlich intellektuelle Truppe hier, die bei den Arbeitern nicht so richtig ankommt. Machen wir das so. Die Gefahr ist schon ziemlich hoch dafür, dass es eine sehr, sehr einfache Mission ist. Deswegen geben wir ihr das Fahrrad mit. In der Hoffnung, hier seht ihr, es wird grün. Die Chancen, dass sie sich im Notfall davon machen kann, sind dadurch höher. Ich hoffe, die anderen Sachen sind etwas einfacher für uns. Ein neues Mitglied rekrutieren ist sehr wichtig, damit wir mehr werden. Also, wir müssen vertrauenswürdige Leute finden, die bereit sind, sich uns anzuschließen. Doch wir müssen aufpassen, dass unsere Gruppe nicht verraten wird. Ja, das ist immer das Risiko. Okay, also, hier kostet uns das tatsächlich was, nämlich 20 Mark, um die Aktion zu machen. Wenn uns das gelingt, kriegen wir 5 Moral. Hilfreich ist inspirierend und Anführerin, das ist sie natürlich, aber sie macht jetzt was anderes. Oder jemand, der geheim und Empathie sehr gut ist. Tja, wir müssen einen von den beiden nehmen. Die sind beide gleich gut in der Geschichte. Ja, mal gucken, was die andere Mission erfordert. Wir nehmen erstmal Bruno Storch dafür. Und jetzt geht es darum, dass hier jemand noch Spenden sammelt in Kreuzberg. Unsere Unterstützer unter den Arbeitern in Kreuzberg könnten willens sein, uns mit Spenden zu helfen. Tja, toll. Ah, wartet mal, hier ist ein Anarchist gut. Dann muss Bruno eigentlich hierher kommen. Das können wir gleich mal abbrechen. Dann muss die Geschichte, muss der andere Bruno, Bruno 1 machen. Ist auch nicht optimal, wir werden nicht so viel Geld bekommen. Beziehungsweise halt, hier geht es ja um das Mitglied. Ah ja, okay. Kann auch scheitern. Das ist dann wahrscheinlich, genau, das ist wahrscheinlich der Punkt. Wie gut sind wir auf die Aktion vorbereitet? Ja, wir könnten natürlich auch 2 Leute hinschicken, aber ich würde gerne jetzt auch gerne Geld sammeln. Und Bruno ist hier gut dabei, richtig gut dabei, weil er Anarchist ist. Da kann er in Kreuzberg richtig punkten, Leute. Also weisen wir das mal zu. Gut, ausgerechnet Hitler, der als Kanzler. Ich meine, schaut euch den doch mal an mit seinen Haaren und diesem Bart. Was für ein Kasper, sagt Daniela Grieger. Okay, wir haben die Mission zugewiesen. Wir beenden die Planung und gehen in die nächste Runde. So, das sind jetzt die Wochenergebnisse. 1. Februar bis 8. Februar. Die Zahl der Unterstützer bleibt gleich. Und diese 5, also am Anfang, die Aktionen kommen jetzt erstmal noch. Die dauern seine Zeit. Die dauern ihre Zeit. Unsere Unterstützer spenden 2 Mark. So, jetzt sehen wir die Auswertung der Aktionen. Als erstes Daniela Grieger. Trifft sich mit Kollegen unserer Unterstützerin in Kreuzberg und versucht sie von unserer Sache zu überzeugen. Es stellt sich heraus, dass es immer noch Menschen gibt, die gegen die Nazis sind und bereit sind, etwas gegen das Regime zu unternehmen. Wir bekommen, wenn ich das richtig sehe, 5 neue Unterstützer. Ja. Und das Fahrrad und so weiter, das haben wir wieder bekommen, weil es nicht nötig war. Was nicht gebraucht wurde. So, Bruno Storch, wie macht er sich? Besucht die treuen Unterstützer unter den Arbeitern in Kreuzberg, um zusätzliche Spenden zu sammeln. Er ist erfolgreich. Die Menschen sind schockiert von den jüngsten Gräueltaten des Regimes und sind bereit, der Gruppe zu helfen. 15 Mark. Das ist schon eine Menge. Am Anfang gut gemacht. Unser Anarchist, so, und unser Anführer Bruno Mendel spricht mit engagierten Unterstützern, um herauszufinden, ob sie sich unserer Gruppe anschließen wollen. Er wählt 3 aus, von denen er glaubt, dass sie zu Kernmitgliedern der Gruppe werden könnten. Jetzt ist es an uns, einen von den 3 auszuwählen. Okay, so, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir ein paar andere Typen noch bekommen. Mein Auge fällt hier auf den auf den Arbeiter, den kommunistischen Arbeiter. Ja, Feuerwehrmann, der ist quasi auch Beamter, sie ist Angestellte. Nee, wir brauchen jetzt wirklich mal jemanden aus dem echten Arbeitermilieu. Deswegen werden wir Valentin Eulenberg anheuern. Was gut ist, er ist auch stark. Er kann hier auch entsprechende Aktionen durchführen und sein Propagandawert ist ziemlich gut. Sogar der beste von denen, die wir haben. Ich denke, er ist ein guter Kamerad.
Ich fahre mit dem Fahrrad nach Hause. Es ist schon dunkel, die Straßen sind leer und ein eiskalter Wind dringt durch meinen Schal. Ich vergrabe mein Gesicht tiefer in meinen Schal und fahre auf den Alexanderplatz. In der Ferne steht eine Gruppe von Männern, die jemanden bedrängen und anschreien. Wir gucken mal, wir fahren in Richtung der Gruppe. Drei Männer, die die braunen Hemden und die Hakenkreuzarmbinden der SA tragen, haben einen alten Mann umstellt. Vom Fahrrad steigen und näher herangehen. Drecksjude, schreit einer. Er tritt vor und stößt den alten Mann so fest, dass der zu Boden fällt. So, was machen wir? Wir werden uns vorsichtig der Gruppe nähern. Der alte Mann verliert seinen Hut und ich sehe, dass er darunter eine Kippa trägt. Richtig so, Rudolf, zeig's ihm, johlt ein anderer. Wir werden mal als Beamter hier versuchen, Ordnung, Recht und Ordnung aufrechtzuerhalten und mischen uns mal ein. Hey, schrei ich, was ist hier los? Lass ihn in Ruhe. Die Gruppe lässt von ihrem Opfer ab und kommt auf mich zu. Was willst du? Fragt Rudolf. Kümmere dich um deinen eigenen Dreck, verpiss dich. Wir versuchen mal, die Schläger zu beruhigen. Kommt schon, kein Grund, sich so aufzuregen. Habt ihr nicht Grund zu feiern? Was soll das hier? Während ich mit der Gruppe rede, steht der alte Mann vorsichtig auf und schleicht davon. Wir reden mal weiter. Ihr habt doch gewonnen, oder? Euer Führer wird Deutschland wieder groß machen. Der Schläger, den sie Rudolf nennen, kommt auf mich zu, beide Hände in die Hüfte gestemmt. Du, sagt er, hau ab, sonst wirst du es ernsthaft bereuen. Es ist eine neue Zeit angebrochen. Ihr könnt uns nicht länger unterdrücken. Okay, übermäßig mutig sind wir auch nicht. Wir stimmen mal zu und verpieseln uns. Warum freut ihr euch nicht einfach, dass jetzt euer Führer an der Macht ist, sage ich. Währenddessen beobachte ich, wie der alte Mann sich zügig von uns entfernt. Rudolf, sagt der dritte SA-Schläger, der bisher geschwiegen hat, ich glaube, der Jude ist weg. Wir spielen mal dumm. Was meinst du damit, frage ich. Die Schläger realisieren nun, dass ihr Opfer tatsächlich davongekommen ist. Wir schleichen uns zum Fahrrad. Halt, schreit Rudolf, halt, dafür wirst du büßen. Lasst uns still verschwinden. Ohne ein Wort wende ich mein Fahrrad und trete so schnell ich kann in die Pedale. Erst als ich ihre wütenden Stimmen nicht mehr hören kann, werde ich langsamer. Muss ich mich an solche Szenen gewöhnen? Ende der Szene. Minus 10 Moral, plus 9 durch die Aktionen, minus 1 insgesamt und wir haben 5 Unterstützer gewonnen. Okay, jetzt kommen wieder die Zeitungen des Tages. Der Reichstag ist aufgelöst. Auf Hitlers Wunsch löst Reichspräsident Hindenburg den Reichstag auf. Alle Abgeordneten verlieren ihre Sitze. Der Reichskanzler bildet eine Übergangsregierung und lässt Neuwahlen ausrufen. Hitler spricht mit den Generälen. Reichskanzler Hitler spricht vor hochrangigen Militärs über seine Pläne zur Neuordnung des Heeres und die Expansion nach Osten. Notstandsgesetze angekündigt, Rede- und Versammlungsfreiheit können aufgehoben, kritische Zeitungen verboten werden. 8. Februar, mitten in unserem Treffen, wendet sich Daniela Grieger an die Gruppe. Leute, alle mal zuhören, es soll bald eine große Demonstration gegen die Nazis geben. Okay, das klingt interessant, das könnte eine Chance für uns sein. Erzähl mir mehr, sagte ich. Daniela spricht weiter. Wir würden dort Leute treffen, die wie wir gegen das Regime sind. Menschen, die sich auf so eine Demonstration wagen, können wir bei uns gut gebrauchen. Aber natürlich werden auch Nazis und Polizei dort sein. Schwierige Frage. Hier sind wir mal etwas mutiger und sagen, wir sollten dorthin gehen. Ich bin überzeugt, wir gehen hin, sage ich. Okay. Dadurch ergibt sich jetzt eine neue Eventmöglichkeit bei den Aktionen. Es wird sowieso im Laufe des Spiels
immer eine größere Vielzahl von Aktionen geben und die Komplexität nimmt zu. Am Anfang ist es noch sehr übersichtlich. Eine Sache, muss ich jetzt sagen, verwundert mich merkwürdigerweise. Ich weiß nicht, woher das kommt. Ihr habt in dieser Zwischenszene gesehen, dass dort die Armbinden weiß waren. Normalerweise ist ja inzwischen, und dies ist das erste Spiel, was diese Möglichkeit nutzt, ist ja möglich, wenn das im richtigen Kontext sozusagen künstlerisch vernünftig eingebaut, ist es ja möglich, Hakenkreuze zu zeigen jetzt in Spielen. Und dieses Spiel nutzt das, wie gesagt, aber ich weiß nicht, warum das hier ist. Vielleicht habe ich irgendeine Option falsch eingestellt. Das gucke ich mir nachher noch mal an. Werde ich in der nächsten Folge mal was dazu sagen. Aber ich denke, wir machen noch einen, gehen noch einen Tag weiter. Schauen mal, Valentin Eulenberg, den kennen wir ja jetzt. Und wir sehen jetzt hier neue Möglichkeiten, neue Optionen, die hier auf uns zukommen. Und ja, ich bin mir gar nicht so sicher, jetzt gerade dieses springende Ausrufezeichen, möglicherweise öffnet das uns auch gar nicht neue Arten von Events, wie ich gerade sehe, sondern doch, an einer Demonstration teilnehmen ist neu, Papier kaufen ist neu, allerdings Flugblätter mit der Schreibmaschine erstellen ist nicht neu. Ah, das ist deshalb, glaube ich, nicht so markiert, weil wir nämlich noch nicht die Voraussetzung haben, um das zu tun. Also wir gucken uns das erstmal kurz an. Die Druckerin Monika Gore hat Farbrollen von ihrem Arbeitsplatz gestohlen und hat sie uns gespendet. Wir können jetzt manuell Flugblätter herstellen. Aber wir benötigen hierfür Papier. Und das haben wir noch nicht. Das müssen wir erst kaufen. Insofern eine wichtige Angelegenheit. Also wir sehen, die farblich markiert sind, das sind Aktionen, die wir tatsächlich jetzt durchführen können. Und zum Beispiel diese Aktion, die ist nur 3 Tage möglich. Die anderen 3 Wochen, entschuldigt, oder 3 Runden, die anderen 19. Und deshalb meine Vermutung, dass das erste Kapitel auch 19 Wochen geht. Okay, gut, jetzt müssen wir uns überlegen. Ich denke, das ist jetzt mal eine wichtige Geschichte. Was können wir hier erreichen? Also erstmal an einer Demonstration teilnehmen. Unser Unterstützer Johanna Meyer teilte uns mit, dass die Sozialdemokratische Partei im Lustgarten einen großen öffentlichen Protest gegen Hitler und die Nazis durchführen wird. Okay, das sollte für uns Sozialdemokraten jetzt vielleicht eine einfache Sache sein. Level 3 ist allerdings schon ein bisschen schwieriger und die Gefahr ist da, dass das schief geht. Propaganda und Empathie ist hier nötig und wir bekommen Unterstützer dazu. Gut. Und vor allem plus 10 Moral, was viel ist für diese Aktion. Valentin sagt, dass er das machen möchte. Propaganda und Empathie hat er 4. Du hast auch 4. Daniela ist eigentlich die bessere bei dieser Geschichte. Ich glaube, wir machen das so. Ist immer noch relativ schwierig. Ah, das ist eine große Aktion. Wir würden 3 Leute brauchen. Oh. Das ist jetzt eine schwere Entscheidung, ob wir das jetzt wirklich in dieser Phase schon machen sollten. Ich gucke mal, ob wir noch wichtigere Dinge haben. Also ich denke, um weiterzukommen, müssen wir auch Papier kaufen und wir sollten noch ein neues Mitglied rekrutieren. Ich glaube, das geht vor. Weil je mehr Mitglieder wir haben, umso leichter fällt es uns hier, 3 Mitglieder abzustellen für diese Demonstration. Wir machen erst diese Geschichten. Also das scheint mir jetzt das Wichtigste zu sein. Genau, hier nochmal Leute zu finden, kostet uns 20 Mark. Wichtig ist inspirierend, Anführer, Empathie und Geheimhaltung. Daniela ist, glaube ich, hier die richtige. Oh ja. Sehr, 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 sehr gut. Das wird mit Sicherheit was. Die schicken wir auf diese Mission. Dann versuche ich mal, Papier zu kaufen. Wobei eine Sache mir noch nicht ganz klar ist. Wir haben 57, alles klar. Dann können wir das machen. Kostet auch 20 Mark, relativ viel. Gut ist hier Allgemeinwissen. Das ist, glaube ich, Brunos Kiste. Das sollte er gut hinkriegen. 2 bis 4 Papierstapel. Sehr schön. Ich bin mir immer noch nicht sicher, was diese Zahl in Klammern hier bedeutet. Ist das vielleicht das Maximum, was man bekommen kann? Möglich. Gut, weisen wir ihn dazu. Dann haben wir noch 2 Leute. Und einmal mit Arbeit entsprechen. Das ist doch die perfekte Aufgabe jetzt für Valentin Eulenberg. Ja, hervorragend. Naja, ganz so großartig ist es jetzt nicht, aber er wird das schon machen. Als Arbeiter, Mitarbeitern weisen wir mal zu. Und Bruno Storch, der Anarchist, wird es mal wieder hinkriegen und schön viel Geld in Kreuzberg
Bänden sammeln. Und ich glaube, das mit den Klammern könnte richtig sein. 11 bis 19 ist die Wahrscheinlichkeit und 24 könnte das Maximum sein. Gut, ich denke, wir haben jetzt eine schöne Aufteilung. Bruno sagt, wir müssen uns bewaffnen. Als Anarchist ist er eher für solche Aktionen da. Und tatsächlich, es gibt auch so eine Geschichten. Das sind meistens aber, ja, irgendwo Versuche, irgendwie Infrastruktur zu zerstören oder sowas. Das wird auch noch eine Rolle spielen. Okay, ich denke, wir werden diesen Tag jetzt mal verfolgen. Noch. Und die Planung soll ausgeführt werden. 10 Menschen unterstützen uns derzeit. 3 Mark werden gespendet. Es geht los. Bruno Mendel möchte Papier kaufen. Um seine Spuren zu verwischen, wählt er ein Geschäft in Kreuzberg aus, wo ihn niemand kennt. Der Angestellte nimmt die Bestellung gegen, verschwindet im Hinterzimmer, während Bruno Mendel an der Theke wartet. Nach einiger Zeit kommt der Angestellte mit dem Papier zurück. 3 Papierstapel bekommen wir. Gut. Hätte mehr sein können, aber okay. Valentin Eulenberg trifft sich mit Kollegen unseres Unterstützers in Kreuzberg. Genau. Das sind immer dieselben Texte dann bei den gleichen Events. Die brauchen wir nicht immer zu vorlesen. Auf jeden Fall klappt das. 5 neue Unterstützer. Hervorragend. Jetzt das Spendensammeln wieder durch Bruno Storch in Kreuzberg. Wie viel kriegt er zusammen? Na, wieder 15. Sehr gut. Das ist schon sehr hilfreich. Und jetzt sehr wichtig, dass wir einen neuen Unterstützer in die Gruppe holen können. So, wir können wieder auswählen, wer zu uns passt. Okay, was hätten wir denn hier? Was brauchen wir noch? Was ergänzt unsere Gruppe besonders gut? Also ich denke mal, Kommunistinnen und Arbeiter haben wir jetzt hier mit Valentin, das auf keinen Fall. Katholischer Konservativer, das ist natürlich eine Ausrichtung, die wir noch gar nicht haben. Kommunist, Anarchist, Sozialdemokrat. Okay, die beiden sind das. Und die beiden sind auch Angestellte. Das nimmt sich also nicht viel. Dann nehmen wir den Talentierteren. Und auch da nimmt sich das nicht so viel. Stärke oder Propaganda. Wir haben bisher nur eine Frau. Wenn es egal ist, könnte das noch von Bedeutung sein. Vielleicht, dass wir auch Frauen dabei haben. Nehmen wir mal Barbara Buck 24. Sie haben auch manchmal, also das ist interessant, das sieht man nämlich nicht. Zum Beispiel, er ist emotional. Da weiß ich noch gar nicht, was das bedeutet. Die haben halt so geheime Eigenschaften. Die lernen wir erst kennen, wenn wir sie in der Gruppe haben. Also wir bestätigen das erstmal. Gut. Wir haben durch unsere Aktion +6 Moral gewonnen. Das war hervorragend. Unterstützer auch 5 gewonnen. Sehr gut. Die neuen Zeitungen trudeln ein. Neues rechtes Bündnis, die rechten Parteien DNVP und Stahlhelm bilden die neue Kampffront Schwarz-Weiß-Rot. So will man gemeinsam bei den Wahlen im März antreten und eine Koalition mit den Nationalsozialisten anstreben. Hitler spricht im Sportpalast. Adolf Hitler eröffnet den Wahlkampf der NSDAP mit einer Rede im Berliner Sportpalast. Kollwitz zurückgetreten. Auf Druck der Nationalsozialisten treten Heinrich Mann und Käthe Kollwitz von ihren Ämtern in der Preußischen Akademie der Künste zurück. Der nächste Tag ist da, unsere Gruppe erweitert sich und es wird wieder heißen, Aktionen planen. Ihr merkt, es gibt so verschiedene Elemente bei diesem Spiel. Es gibt so, ja, ich sag mal, so große Ereignisse wie mit diesen SA-Leuten und dem alten jüdischen Mann. Die kommen nicht allzu oft, sind aber bedeutsam für die, also besonders bedeutsam, was die Entscheidung dort betrifft. Und dann gibt es hier so Events, wie wir sie hatten, mit der Entscheidung, ob man jetzt an der Demonstration teilnimmt oder nicht. Oder es gibt diese kleineren Events, die dann sozusagen im Zuge dieser Aktion stattfinden. Ich glaube, bei den großen Events, das sind tendenziell ähnliche oder immer dieselben. Vielleicht bekommt man nicht immer zu dieselben, aber die trifft man häufiger erneut wieder. Aber bei den anderen Sachen, ja, da gibt es doch eine höhere Varianz. Wobei das wahrscheinlich so ein bisschen auch der Knackpunkt ist bei diesem Spiel, was die Wiederspielbarkeit betrifft. Wie hoch ist die Varianz dieser Events? Das werden wir gemeinsam noch weiter beobachten können, denn ich habe vor, das Spiel auf jeden Fall hier weiter zu spielen. Mal gucken, wie weit wir kommen. Es ist gar nicht so ein kurzes Spiel, wie ich ursprünglich dachte, wenn wir sehen, wie viele Runden ein Kapitel hat.
Und wie gesagt, es wird mit der Zeit immer komplexer, was die Mission es angeht. Das geht noch, es kommen nachher dann noch andere dazu und vor allem diese großen Endaktionen, die wir benötigen, um das Kapitel zu bestehen. Ja, da muss man sich dann wirklich gute Gedanken machen, wie man die Voraussetzungen erfüllt, um dorthin zu kommen. Aber das ist alles Zukunftsmusik. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Also, dieses Ankerspiels. Bis dahin, macht's gut, euer Steinwallen.